So, mal wieder hallo zu Zelda Scrolls 5, 5, oh whatever, Skyrim. Genau, was ist ein kleines Recap? Was ist passiert? Wir wurden gefangen genommen, Drache kam, wir sind frei, yay! Geschichte Ende. Nein, den letzten Parts hatten wir uns auf die Suche nach den Wächtern gemacht. Was waren denn die Wächter? Dumme Frage. Ihr würdet euch dieses Video nicht bestimmt nicht angucken, hättet ihr die anderen Videos nicht auch angeguckt. Was ist das denn? Ein kleines Lager? Bisschen Geld, kaiserlicher Helm. Was hat er denn hier im Beutel? Aha. Das ist ja interessant hier. Nee, ich nehme auf jeden Fall. Zweihändigkeit. Nichts von den anderen Sachen, weil kann ja sein, dass hier irgendein Typ pinkeln gegangen ist. Oder dass mehr so eine Opferdarbietung an den Menschen da ist. Nehmen kaiserliche Schwert. Nee, danke. Ja, die haben Wächtergeister besiegt. Wut, wut. War schön? Nein. Es hat mich fast zum Wahnsinn getrieben hier. Weil es einfach nur noch irgendwann mal echt übel war mit den ganzen Sachen. So, Karte, wir müssen auf den Berg, also bewegen wir uns schon mal richtig hin, so. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mit der Hauptquest weitermachen. Und was haben wir bekommen eigentlich beim Ergebnis von der Wächterquest? Eigentlich ein ganz gutes Item, also ein Anhänger, der... Ja doch, in die Richtung? Nein. Noch einen anderen Weg. Hier ist der zweite Turm. Oh, Moment mal, Moment mal. Wir sind hier gekommen. Aber wenn wir in die Richtung gehen, kommen wir ja wieder zu ihm. Das heißt, wir sind da irgendwie von der Seite gekommen, von hier oben. Mein Gott, weshalb wird das immer so komisch dunkel? Ey? So als wäre das so ein grafischer Bug. Ich weiß es nicht. Ah, festhängen. So. Hier mit. So, genau. Hier war nämlich die Tafel mit dem Schrei, den wir gelernt haben. Ja. Heißt aber, wir müssen irgendwo anders hergekommen sein. Ich mich nicht komplett irre. Kamen wir von der Seite? Oh, ich bin so verwirrt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Und die Wächtergeister haben mir meinen letzten Verstand geraubt anscheinend. Wohl, nee, ich bin glaube ich hier hingerannt. Da habe ich den Drachen gesehen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht hier in den Sack gucken können. Dreimal Salz nehme ich mit. Ist aber schlecht. Wir müssen dann auf den Berg hoch. Ach, dahin haben wir irgendwas nicht erkundet. Gehen wir mal dahin. Aber die Fab. Wir müssen ja hoch. Hier ist ein Weg hoch. Würde ich schon fast behaupten. Und nein, es ist kein Weg hoch. Oder? Ja, doch schon. Ein wenig. Gut. Ja, was haben wir bei der Wächterquest rausbekommen? Ein Amulett. Hat es mich gefreut, dass wir das haben? Ein bisschen. Es erhöht zumindest den Schaden, den wir auf Tiere verursachen und unsere Bogenkünste wurden ein bisschen verbessert. Also an sich jetzt nichts wirklich Schlimmes, aber den Aufwand, den man dafür betreiben musste. Der war doch schon ein bisschen hart, da hätte ich mir mehr erwartet. Flaggen.
Ich sehe hier Schatten von Flaggen, die von dahin kommen. So. Ich punch ihn. Ah. Wegpack. So, wir müssen definitiv jetzt rechts, um zu den Graumähnen zu kommen. Das sind die, glaube ich. Das heißt, wir müssen da unten durch. Würde ich schon glatt vermuten. Was ist das denn hier? Ah, nichts Wichtiges. Ja genau, da vorne sind wir links abgebogen, weil wir da in der Grube gegen den Untoten gekämpft haben. Fitz? Ja, einfach. Nee. Nee. Jawohl, Alter. Ah, ne, die habe ich doch. So, wir müssen jetzt hier entlang. Warum nicht kommt jetzt hier nicht so eine Art Test? Hey. Nur der, der hier diesen Test sich als würdig erweist, ab weiter. Obwohl, ich bin ja schon entdeckt. Okay, ein Drache. What the? Ein Eisdrache. Weißt du was? Busch. Wieso habe ich mir gedacht, dass das so eine Art Drache jetzt kommen müsste? Meine lieben Zuschauerabonnementen, wieso? Gut, dass wir die kritischen Treffer mitgespielt haben. Oh, bist du ja schon tot. Wie wir noch am Anfang Angst hatten vor den Drachen und jetzt? Nichts. Hm, anscheinend macht Eis Schaden auf Ausdauer. Naja. Ja, gib uns mal die Drachenseele, dass wir sie erhalten haben. Ist doch toll. Noch toller. Noch toller. Kann man dazu sagen? Nee, noch besser ist es. Okay, da haben wir doch irgendwen. Nicht der Frostatem, ich will das Todeszeichen. Die andere Hand möchte ich meine. Zack, tot bist du. Finde ich cool. Mitnehmen. So, Drache tot. Packen wir mal unsere Sachen weg, holen mal wieder unseren Bogen. Hm. War das schwer? Ich würde mal glatt behaupten, nein. Und wie ich da nicht drauf gehen werde. Wow. Da lade ich mal lieber. What the fuck ist das denn bitte? Muss ich denn hier lang, Karte?
Würde ich fast schon sagen, dass ich da entlang muss. Eigentlich. Ist nicht auch ein Weg außen herum oder so? Oh. Way. Gefällt mir mal gar nicht hier der Typ. Na, ob ich denn hier wohl rauslotsen sollte und dann da auf dieses Ding treten sollte? Na, versuchen wir das mal. Komm her. Ah, das ist es. Nämlich auch so ein Ding. Super, jetzt wird der Arsch aber nicht getroffen. Aha. Aha, komm doch her. Ist das Cheaten? Finde ich nicht. Könnte ja intelligenter sagen, mich einfach weiter verfolgen. So. What the? Woher kommen jetzt die anderen Skelette, ey? So. Mein Gott, ey, diese scheiß Skelette da, ne? Was hat der denn bei sich? Ein Ebenerdschwert. Boah! Boah, da überlege ich mir, ey, soll ich vielleicht doch noch auf Schwerte umsteigen? Oder eine Axt, ein Schwert? 26 Schaden, ey. Ist klar, dass er so reingehauen hat. Heilung? Brauchen wir das? Naja, anscheinend nicht. Wieder unseren Zwergenbogen. Speichert. Wow, Luck. Wie war es das hier schon? Weißt du nur, dass der Typ da sozusagen, wenn man ihn besiegt hat, dieses coole Schwert bekommen hat, mehr nicht. Oh ne, hier geht's weiter nach da oben. Oh, ein Fortress. Entweder ist da was. Oder es könnte sein, dass da wieder so ein Stein ist für den Schrei zu erlernen, um einen neuen Schrei zu erlernen. Naja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall ein Gegner da. Ah. Na du, ey. Tut mir eigentlich gar nicht weh. Und du? Ist mir auch eigentlich sehr unsympathisch. So. Was hat er denn da? Hey, nicht runterfallen. Oh. Nee, brauche ich nicht. Hier was Besonderes. Auch eigentlich nicht. Ah, vielleicht kommt ja noch so ein Typ da mit dem Schwert. Dann nehme ich auf definitiv zwei Schwerter. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so super Schwerter zu bekommen. So, gehen wir mal hoch. Ah, ich war ja noch am Schleichen.
Truhe, Truhe aufmachen. Seelenschlings. Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ist doch gar kein unaufgeladenen Seelenstein oder sowas. Was ist denn das hier? Wickerschein. Nehmen wir doch mal mit. Ein Skelett, das leer ist. Naja. Vielleicht ist das für eine Quest oder so mal. Ich denke, den Pelz will ich nicht mitnehmen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ah. So, dann gehen wir runter. Nee. Hier war nur dieses komische Buch. Entweder ist es ein bisschen was wert bei den Händlern oder das war für eine Quest oder ist für eine Quest hier oben. Ja, wir können aber hier auch runtergehen. Ach nee, das ist ja nur eine Abkürzung zu hier, ne? Ja. Naja. Die Karte aufmache. Da bin ich schon fast erpicht, dass ich sagen würde, wenn wir hier zum Waisenfels gehen, könnten wir da so vielleicht entlang gehen. Naja, versuchen wir das mal vom anderen Ort. Hier haben wir ja was entdeckt. Wie heißt es doch so gerne? Try and Error. So. Wir stehen genau mit dem Rücken dahin, also. Hallöle, ich wollte nur mal kurz vorbeigucken und diesen Geldbeutel nehmen und dich ausrauben. Hey, der hat orkische Pfeile. In die Richtung. Laut Karte müsste das ja eigentlich gehen hier hoch. Wenn nicht, müssen wir einfach von der anderen Seite hingehen. Ey. Ich habe jetzt auch keine Lust, oder keine Lust. Ich will aber auch jetzt nicht sozusagen irgendwo online ein Let's Play von einem anderen sehen oder einfach mal im Internet nachlesen, wie man da hinkommt. Sieht auch aus wie hier so ein Dead End. Oder? Kann man das hier irgendwie so glitschen, so hoch? Die Frage, soll das so sein? Ich denke nicht, weil wir öfters hier irgendwo anhaken. Ha. Oh mein Gott. Also, wenn ihr Probleme habt, pfuh.